Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Und ich habe es im letzten Video schon erwähnt, es gibt auch statische Methoden und Eigenschaften sogar. Ja? Und wo ist jetzt der Unterschied? Das ist die Frage. Was bedeutet es, wenn ich vor so eine Methode oder vor eine Eigenschaft in der Klassendefinition static schreibe? Also schauen wir uns das an. Also ich habe, nehmen wir an, ich habe eine Klasse, ja? So definiert. Mit Class, ja, dann haben wir Klassen, Klassenname, passiert auf nichts, die ist neu, ja, und dann habe ich da zum Beispiel ein Int, ein Public Int, und das heißt halt, schreibe es grün, damit es gut auffällt. Eigenschaft 1. Strichpunkt. Und dann habe ich ein Public Static Int Eigenschaft. Ja. Und genau so kann ich dann praktisch ein Public Int liefert da, bei mir liefert alles Int zurück. Methode 1. Die hat nicht mal einen Übergabeparameter, da würde ich die programmieren. Ja. Und dann gibt es ein Public Static Int. Methode 2. Die hat auch keine Übergabeparameter und die programmiere ich hier. Das ist meine Klassendefinition. Und jetzt lege ich eine Instanz dieser Klasse an. Klassenname. Klassen Instanz ist gleich, in Konstruktor vergessen, sollte man noch hinschreiben, aber okay, New Klassenname passt, okay. So, und jetzt haben wir gesagt, auf Eigenschaften können wir mit Punkt zugreifen, das heißt, so, Klassen, Instanz, Punkt, ja. Und jetzt nehme ich Eigenschaft, eins, ist gleich 12, ist ja wurscht, ja. Das geht gut, das funktioniert, check. Ja? Das ist, genauso haben wir es ja immer gemacht. Wenn ich aber versuche, Klasseninstanz, Punkt, Eigenschaft 2, ist gleich 13. Funktioniert nicht. Statische Eigenschaften sind der Klasse zugeordnet, nicht der Instanz. Statische Eigenschaften sind der Klasse zugeordnet, nicht der Instanz. Vor dem gibt es genau einmal in der Klasse. Die gibt es n-mal bei jeder Instanz. Okay? Statisch der Klasse zugeordnet.
Bei Methoden verhält sie sich ganz genauso. Ja. Wie greife ich die jetzt an? Nun, ich kann sagen, schreibe das jetzt blau. Klassenname. Punkt. Eigenschaft 2. Ist gleich 13. Das funktioniert. Check. Ja? Statische Eigenschaften und statische Methoden sind über die Klasse zu referenzieren. Schreibe das noch her. Statische Eigenschaften und Methoden müssen über die Klasse angesprochen werden. Da gibt es bei der Instanz keine Kopie. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Instanz, über die Instanz kann ich das nicht ansprechen. Ja, das nächste Mal schauen wir uns das ein bisschen an. Gell? Da werden wir eine Klasse definieren mit statische und dynamische. Ich weiß gar nicht, ob es dynamisch heißt, nicht statisch auf alle Fälle. Nicht statisch kann man auf alle Fälle sagen. Also mit statischen und nicht statischen Eigenschaften und Methoden. Und dann schauen wir an, experimentieren ein bisschen herum, wie wir diese ansprechen können. Für dieses Mal reicht's. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.